Peace, ihr Popcorns, und willkommen zurück bei Let's Play 60 Seconds, Ausrufezeichen. Oh, ich kriege einen Krampf. Ah, au, 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 ich muss mich richtig hinsetzen. Ja, es ist Tag 7 unseres postapokalyptischen Abenteuers in unserem wundervollen Bunker. Und Timmy hatte zuletzt ein paar Probleme, er hat apathisch in die Gegend geschaut. Und wir haben uns entschieden, mit ihm zu reden. Ob das die richtige Entscheidung war, sehen wir jetzt. Er hat ein kleines Blechmännchen voller Verrücktheit hier hingemalt, das Peace zeigt, so wie ich immer. Und dann gucken wir mal. Tag 7. Sogar ein Wort oder zwei sind genug, um jemanden das Stimmung zu erhellen oder erheitern. Und jetzt geht es Timmy wieder besser. Puh, Gott sei Dank. Es ist immer besser, wenn es ruhig ist. Und Gott sei Dank ist nichts Neues zu Mopsy Jane, nichts passiert. Ja, und Timmy ist okay, soweit man okay sein kann. Doros hat sich endlich ausgeruht, die Arme, und war beim Friseur, ja. Hat jetzt einen neuen Bobschnitt. Alles wieder supi. Und es war ruhig genug für Ted. Und es geht ihm gut. Oh, Suppe und Fliegen. Die Fliegensuppe. Ja, Suppe mit Gabel zu essen ist natürlich sau schlau. Machen wir. Okay, es geht allen gut, also brauchen wir nichts zu verteilen. Okay. Ich glaube, wir müssen langsam raus, Leute, oder? Aber es ist oben immer noch unsicher. Ich frage mich, ob das jemals aufhören wird. Fliege, lass das! Jetzt esse ich dich. Ted würde vielleicht überleben. Ah, sie sagt, sie kann auch selbst auf sich aufpassen, die Dolores, aber wir sind uns nicht so sicher. Es geht ihnen langsam immer. Ich glaube, ich schicke Timmy jetzt mal nach oben, weil ich glaube, es wird mir jeden Tag auch schlimmer, die Leute bei guter Laune zu halten. Und ich schicke ihn einfach mal hoch. Er wird ja sowieso schon irre, er wird schon plemplem. Den brauchen wir nicht, der schmalt schon Blechmänner an meine Wände, ne, den schicke ich raus. Ja. Timmy! Es ist nicht einfach, Ruhe zu bewahren unter diesen Umständen. Hoffentlich bewahren wir unseren Frieden. Oder wir müssen uns vielleicht... Oder wir werden uns wahrscheinlich wie Wölfe behalten müssen. Ich will das Fleischstück. Ja, Überleben des Angepasstesten und so. Ja. Ein kleines fieses Männchen. Okay, wir bereiten uns jetzt auf einen Tag 8 vor und auf eine Expedition. Licht bleib an. Okay. Hi, Blechmann. Timmy. Okay, allen geht's gut? Ich das sehe? Ja, es ist schwer, sich nicht gerade Sorgen zu machen in der Situation gerade. Ja, einige Tage, da fällt es uns echt schwer, damit umzugehen, mit diesem Leben hier unten im Bunker. Aber wir können unsere Hoffnung nicht verlieren, der Hoffnungsschimmer. Nein. Und Mary Jane, Mopsy Jane macht keine Probleme und sie hat auch keine, ihr sind keine begegnet. Timmy ist gut. Timmy geht's gut, jedenfalls die letzten 5 Minuten. Und so gut es einem gut gehen kann, geht's Dolores gut. Weil Ted ist nichts Neues. Nichts Neues. Katz und Maus spielen. Ein Katz und Maus Spiel hier unten. Ich will in die Katz und Maus Bahn. Wir bauen eine zur Belustigung. Okay. Braucht keiner was zu essen. Ist alles supi. Wir sind sehr optimistisch, was die heutige Expedition angeht. Yay! Jetzt ist nur noch wichtig, wer rausgeht. Wer geht raus? Wer geht raus, liebe Leute? Wir schicken Timmy, den können wir verlieren. Der ist schon Baller, Baller im Kopf. Baby, Baby, Baller, Baller. Okay, Timmy, die Nerven sind jetzt weg. Wie geht's euch so? Oh, hungrig. Oh, ich habe eine Fliege gegessen. Jetzt hast du nicht schon was gegessen, Doris. Okay, nur Ted ist durstig, die anderen beiden sind anscheinend hungrig und durstig.
Ja, Mopsy Jane ist sehr hungrig. Und jeder muss mal trinken. Auch Mary Jane ist da was zum Trinken. Und Timmy wurde nach draußen geschickt. Wir wissen nicht, was wir tun, wenn er nicht zurückkommt. Ich schon. Eine Party feiern. Yay, ein Maul weniger zu stopfen. Dolores hat lange nichts gegessen. Und es müsste auch noch was für Trinken übrig sein. Dolores sollte es bekommen. Und Ted braucht Wasser, um zu überleben. Okay, dann würde ich sagen, sie kriegt was. Er kriegt was. Er ist ja nur durstig, ne? Sie kriegt was zu essen. Naja, Dolores kriegt auch was zu essen. Nein, die kriegt nichts zu essen. Weiter. Und dieses scheiß Dosenmüll ist total eklig und hängt uns zum Hals raus. Wir würden am liebsten kotzen. Die gute News. Total eingedeutscht. Die guten Neuigkeiten sind, wir haben nicht so viel Appetit, wenn wir das angucken. Dann sparen wir etwas Essen. Haben wir ja schon im Tutorial gehört. Wir würden am liebsten aufräumen. Diese riesigen, ekligen, grünen Kakerlaken sind ein guter Katalysator dafür. Aber wir haben nichts, um sie zu bekämpfen, Leute. Wir müssen die Kakerlaken wohl essen. Jammo! Tag 10. Kakalako ist ange... Kakalako 2 ist da. Können wir die essen? Jack. Ich kann es nicht lesen, weil da das... Jack. A mutant cockroach. Eine mutanten cockroach. Sag ich so aus Kakalake cockroach. Cockroach. Lass sie uns essen. Hallo? Das ist mit Soße. Mit grüner Soße. Soup. Oh. Ich will Schach spielen. Timmy! X. Okay, Tag 10. Oh mein. Oh mein! Das Ding ist riesig. Und da ist noch eine. Kakerlaken überall. Wir sind verdammt. Wir fühlen uns schon so dreckig. Ich will duschen. Jeder muss trinken. Mary Jane hat Durst. Und Mary und Dolores will was essen. Genau auch wie Ted. Okay. Dann kriegst du Mary Jane das letzte Wasser und ihr kriegt was zu essen. Ah, ist nicht das letzte Wasser. Und Timmy ist gekrickelt. Der krickelt oben rum. Mary Jane war heute ganz schön ruhig. Das ist, sieht ihr nicht ähnlich. Sollten wir mit ihr reden? Nö, lass die alte Kuh doch vereinsamen. Natürlich können wir mit ihr reden. Oh, ich glaube, das wird ein Zickenkrieg. War es die richtige Entscheidung, Leute? Was ist das? Was ist los mit ihr? Wurde sie verprügelt? Hallo? Oh, sie ist krank. Ach, Mary Jane geht's blenden. Er ist hungrig, sie ist hungrig. Was ist hier los? Ist sie wegen den Kakerlaken krank geworden? Hat sie an ihn gelutscht? Nichts löst Probleme besser als eine ehrliche Konversation über einem heißen Essen. Wir haben anscheinend nicht das Essen, aber der Trick ist das Sprechen. Sie fühlt sich sicher, die Mopsy Jane, in diesem gemütlichen Sarg. Okay, sie hat nicht gegessen. Ich habe ihr doch was zu essen gegeben, Dolores. Sie ist jetzt krank und Ted ist hungrig. Na super. Toll. Hier. Ich habe keinen Erste-Hilfe-Kasten. Habe ich doch. Hä? Wo kriegt man den her? Warum hatte ich den im Tutorial? Ja. Ups. Ja, dann gibt es für die beiden was zu mampfen. Mampfi-Mampf. Soup. We've never felt weird. Wir haben uns niemals komisch gefühlt. Aber jetzt müssen wir jetzt revidieren, die Aussage. Es scheint, dass unsere kleinen grünen Haustiere, Gäste, mit uns kommunizieren wollen. Hallo, wir sind die grünen Kakerlaken. Einer hat sogar etwas gehalten, was wie ein kleines Schild aussah. Auf dem man lesen konnte, We come in peace.
Sie kommen in Frieden. Was? In Teufels Namen wollen sie uns sagen? Sie wollen sagen, wir kommen in Frieden, aber wir können sie nicht bekämpfen, weil ich Jayla Kacke gebaut habe beim Zusammensammeln der Supplies. Aber was soll man in 60 Sekunden noch sammeln? 12. Tag 12. Oh Gott, sie mutiert zum Zombie. Sie wird ein Zombie. Sie wird uns essen. Oder sie wird zur Kakerlake. Fliege! Sie ist weg. Können wir nach oben? Soup. Okay, Ted ist thirsty. Thirsty, hungry, sick und auch noch crazy. Geil. Mama wird verrückt. Tag 12. Talking to the product of your imagination. Wenn man mit den Dingen aus seiner Vorstellung redet, ist eine Sache. Aber wenn man mit Kakerlaken redet. Hey, komm schon. Wir sind besser als das. Oder? Mary Janes Diät könnte ein wenig Futter vertragen. Essen. Okay, Dolores hat nicht gegessen. Ich habe ihr aber Essen gegeben. Sie braucht auf jeden Fall Wasser. Und ihr Geistzustand ist fragwürdig. Sie dreht durch. Leute, sie dreht durch. Und er soll auch was trinken, der Ted. Ich weiß jetzt nicht, was wir machen. Sollen wir sie versuchen zu retten oder sollen wir sie jetzt aufgeben? Weil ich weiß nicht, ob das vielleicht vergeudete Liebesmühe ist, ihr jetzt noch was zu geben. Sie braucht Wasser. Mary Jane braucht Futter und der Vater braucht auch Wasser. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich lasse sie vor die Hunde gehen. Ich glaube, wir müssen Opfer bringen, Leute. Und ob Timmy noch wiederkommt, who knows. Was wollte Ted nochmal? Wasser, ne? Ja, ich glaube, ich lasse die Mutter vor die Hunde gehen. Das bringt nichts. Manchmal muss man Opfer bringen. Okay, wir können hier unten eingeschlossen bleiben, solange wir Essen und Wasser haben. Aber wir müssen vielleicht diesen Bunker verlassen. Es wäre toll, wenn wir gleich zu einer Sicherheitszone laufen könnten. Anstatt in mehr Gefahren und Schwierigkeiten zu geraten. Wenn das überhaupt in dieser Situation möglich ist. Unsere Hoffnung ist, dass unsere mutigen Soldaten kommen werden und uns retten werden und uns zu einem sehr gut versteckten, sehr gut aufgestockten Regierungsbunker bringen, wo all deine Träume wahr werden. Timmy hat Comics darüber. Also müssen sie existieren, da bin ich mir ganz sicher. Was in Comics steht, ist wahr. Wolverine existiert auch. Wir müssen nur mit dem Militär Kontakt aufnehmen, aber leider habe ich es vergessen. Ich habe es vergessen, Leute, es tut mir leid. Hier, der Zombo. Jack, jack. Jack, jack. Okay, Leute, weiter geht's. Tag 13. Timmy, er hätte zurückkommen müssen. Wir müssen uns mit dem schlimmsten Szenario anfreunden. Er kommt vielleicht nicht zurück. Timmy. Wenn wir irgendwas machen müssen, dann ist es das Radio benutzen. Um irgendwelche Notfallübertragungen abzufangen. Die vielleicht in unserer Gegend hier übermittelt werden. Es ist entweder das oder oben umherwandern, bis wir gepickt werden. Pick, pick, pick. Bis sie aufgeschnappt werden, also bis jemand vorbeikommt und sie mitnimmt. Das erste klingt ein bisschen vernünftiger. Mary Jane braucht Wasser. Dolores braucht beides. Sie braucht alles. Wasser trinken. Ted geht gut. Naja, ich gebe. Ach, Mary Jane braucht auch was. Ja, die braucht. Warte mal. Ja, ich habe kein. Mary Jane, ich habe kein Wasser. Nein, das bleibt so. Dolores sagt, ihr geht's gut, aber wir sind uns nicht sicher.
Mary geht es super. Sollten wir vielleicht schon rausgehen? Ich weiß es nicht. Sollten wir Dolores rausschicken? Ich glaube, wir schicken sie raus. Oder es wird noch lustig mit ihr, ich weiß nicht. Ich warte noch einen Tag und wenn es dann Mary Jane immer noch gut geht, dann schicken wir sie raus, okay? Wir wollten schon immer ein Haustier. Aber wir wussten nicht, was wir uns holen sollten. Eine Katze? Ein Hund? Es ist egal, wir haben jetzt unsere eigene Kakerlakenkolonie. es sei denn, also wenn wir sie wollen, dass sie bleiben und sich vermehren, wenn wir das, es sei denn, wir wollen das, aber sonst sollten wir sie langsam mal hier vertreiben. Okay. Sie sind so groß wie kleine Welpen. Ah, geil. Also sollten wir sie vielleicht doch behalten. Wie süß. Es läuft aber runter. Mary Jane. Dolores. Jack, jack. Kann man nicht Schach spielen? Durstig, Ted geht's gut. Die Alte ist schon am Abnibbeln. Ist mir egal. Ach, mit Kakerlaken zu leben kann nicht so schlimm sein, oder? Auch wenn sie deine Kissen, deine Socken und deine Brieftaschen klauen. Warum brauchen die überhaupt Brieftaschen? Und dieser Gestank ist widerlich, schrecklich. Können wir etwas Wasser erübrigen? Fragt Mary Jane jeden Tag. Ja, Dolores hat nichts gegessen. Aber sie braucht auch was zu essen, zu trinken, alles. Ja, und Ted geht zu Bri. Ja, wir haben kein Wasser, Mary Jane. Nein, es bleibt so. Es ist immer noch sehr gefährlich, nach oben zu gehen, weil die Radioaktivität sehr hoch ist. Okay, Dolores geht's vielleicht ganz gut, um raus und rumzulaufen. Und Mary Jane geht super. Ja, wir gehen mal auf eine Expedition. Timmy kommt ja nicht zurück. Ja, die sind mal wieder über sehr banale Dinge, haben sich gestritten hier unten in dieser kleinen verrückten Bude. Da geht's ab. Und sie werden sich vielleicht an einem sehr schrecklichen Ort wiederfinden, wenn das so weitergeht. Okay. Weiter geht's. Tag 15. Ich freue mich. Was ist das? Der Geigerzähler? Oh. Oh! Mami hat ihren Kopf verloren. Mami? 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 Warum lächelst du so, Mami? Okay. Okay. Wenn wir nur ein paar Tropfen Wasser gehabt hätten, hätten wir verhindern können, was passiert ist. Dolores ist letzte Nacht an Dehydration gestorben. Nein. Wir haben gekämpft. Aber wie lange? Können wir etwas Wasser entnehmen? Mopsy Jane ist durstig. Dad braucht nur was zu trinken. Er wünscht sich nur ein paar Tropfen. Es wird langsam dramatisch, Leute, hier unten. Ich habe Angst. Was passieren wird, wenn wir hier unten weiter sitzen. Okay. Die brauchen alle Wasser. Ich habe aber kein Wasser mehr. Ist Suppe auch Wasser? Können wir dem Wasser geben oder wäre es Verschwendung? Ich weiß es nicht in dem Spiel. Was ist das hier eigentlich? Aha. Essen. Können wir irgendwas tun? Jack, jack. Können wir irgendwas tun? Yam, yam. Okay, das ist nur das Tagebuch zur Seite schieben. Ich verstehe. Weiter geht's. Das ist ein guter Tag, um rauszugehen. Stretch dich ein bisschen. Yeah. Krieg etwas frische, verseuchte Luft. Vielleicht nimmst du ein, zwei Sachen mit. Wir könnten ein paar extra Vorräte gebrauchen.
Das ist, was wir brauchen, wenn wir überleben wollen. Also, es geht Mary Jane nach draußen, weil ich will, dass Ted überlebt. Tschüss. Tschüss, Mary Jane. Tschüss. Oh. Oh. Mr. Socke ist da. Ich glaube, es ist nicht gut, dass Mr. Socke da ist. Ja. Mr. Socke. Wir sind hungrig, wir sind durstig und Mr. Socke hat uns besucht. Hallo, Mr. Socke. Ich traue mich gar nicht zu lesen. Ich habe echt Schiss. Crazy person. Und ich glaube, was uns Mr. Socke zu sagen hat, das gucken wir uns in der nächsten Folge von 60 Seconds an. Fliege! Fliege! Ich habe Hunger! Ich werde auch schon verrückt bei dem Spiel. Also, ja, es geht gut ab. Modi ist mittlerweile schon gestorben. Mary Jane, Mopsy Jane, vielleicht sehen wir sie nie wieder. Vielleicht wird sie die Rettung sein, indem sie einen Bonbonladen findet und alle Bonbons mitbringt, die sie finden kann. Timmy ist wahrscheinlich auch im Nirvana. Timmy, du warst ein Guter. Ich hoffe, dass es euch bis hierhin gefallen hat und ich hoffe, ihr wollt auch erfahren, was Mr. Socke zu sagen hat. Wie lange wir es hier unten in dem Bunker noch aushalten werden. Ob Mary Jane, Mopsy Jane zurückkommt. Vielleicht findet sie ja Timmy in einem ausgetrockneten Flussbett. Who knows, who knows. Es wird immer interessanter und immer spannender und ich steigere mich mal langsam rein in die Dinge, die hier unten geschehen. Das macht mich auch langsam crazy. Es wird spannend und immer schlimmer werden, glaube ich. Also, seid das nächste Mal mit dabei. Lasst mir doch ein Feedback da, wie euch die Folge gefallen hat, wie euch das Spiel gefällt. Ich bin gespannt. Ich bin super begeistert von diesem kleinen, süßen Indie-Spiel. Ja, es ist sehr besonders und ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid. Also, macht's gut. Tschüss.